Ja, Marius, ganz herzlichen Dank für diese Improvisation und herzlichen Glückwunsch. Sie haben vergangene Woche den internationalen Orgelwettbewerb von Wuppertal gewonnen. Genau, ja. Und sagen Sie doch mal ein paar Sätze, wie fühlt man sich bei so einem Wettbewerb und was sind so Ihre weiteren Pläne? Also es war mein erster großer Wettbewerb. Also ich habe mir einfach gedacht, ich melde mich da mal an und schaue mal, was dabei rauskommt. Und es kam was Gutes dabei raus. Ja. Und, das kann man sagen, ja. Also ich war eigentlich vor den Wertungsspielen eigentlich viel aufgeregt als während den Wertungsspielen. Das kam mir dann irgendwie zu Pass und irgendwie lief es dann gut, ja. Ich bin diese Woche noch recht erschöpft eigentlich von letzter Woche. Wie viele Teilnehmer waren das? Wie muss man sich das vorstellen? Also es haben sich anscheinend über 50 Teilnehmer zur ersten Runde beworben und zur Zwischenrunde sind 10 zugelassen worden und ich wäre eigentlich der 11. gewesen, aber aufgrund dessen, dass einer abgesagt hat, hatte ich das Glück, unter diesen ersten 10 dabei zu sein. Gott sei Dank, gell? Ja. Und das Finale waren dann? Das Finale waren dann 4 Teilnehmer. 4. Statt, sie wollten eigentlich nur 3 weiterlassen, aber weil dann das Niveau so hoch war, hat man sich entschieden, 4 Teilnehmer weiterzulassen. Ja. Aus welchen Ländern waren die? Also 2 aus Deutschland. Mhm. Eine Russin war dabei und ein Franzose. Ah ja. Genau. Toll. Ja? Also wir sind stolz, dass wir so junge Organisten in Deutschland haben. Hören jetzt nochmal gleich eine Improvisation von Ihnen. Und Sie studieren in Regensburg, genau, an der Hochschule für Kirchenmusik. Ja, und sind da im letzten Semester, glaube ich. Ja? Also die letzten beiden Semester beginnen jetzt im Oktober. Aha. Für den Bachelorstudiengang. Ja, und wie sind Ihre weiteren Pläne? Was kann man noch erwarten? Also, wenn der Bachelor zu Ende ist, denke ich, werde ich erstmal den Master machen und dann schauen wir mal, wo es einen hinverschlägt. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht im Leben. Und das ist auch die richtige Einstellung. Wir hören jetzt noch eine Improvisation von Marius an der Orgel hier in Augsburg von der St. Ulrichs Basilika. Ne? Ja. Prima!
Franzosen klingen einfach gut an dieser Orgel. Ja, das hat man gehört, das macht Spaß. Genau. Ja. Vielen Dank.